dieser Folge nehme ich dich wieder ein Stück mit auf unsere Deutschland-Rundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Wir, das sind Mike Fantomas auf seinem Boxer und Heiner Kowalski auf seinem Zwilling. Wir fahren die geplante Route im Uhrzeigersinn in Pfalz, Ruhrgebiet, Lüneburger Heide, Lübeck, Rügen, Mecklenburgische Seenplatte, Berlin, Elbsandstein und Fichtelgebirge machen wir jeweils Station. Von Lübeck bis Wismar fahren wir Autobahn bis Rostock Bundesstraße. Nebenstrecken führen uns dann an der Ostseeküste entlang bis nach Stralsund. Dort queren wir den Strelasund und suchen in Südostrügen eine Bleibe. Der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist der größte Nationalpark Mecklenburg-Vorpommerns und der drittgrößte Deutschlands. Etwa drei Viertel der Fläche sind offene Ostsee- und Boddengewässer. Der Nationalpark wurde zum 1. Oktober 1990 durch die DDR ausgewiesen, zwei Tage vor der Wiedervereinigung. Hätten wir mehr Zeit für unsere Reise, würde sich ein Aufenthalt hier sicher lohnen, um die Schönheiten der Natur zu erkunden. Von der Straße aus sieht man davon relativ wenig.
Eintrag ins Reisetagebuch, Dienstag, 8.09., 21 Uhr. Optimales Wetter heute. Wir sind auf Rügen, Kilometerstand 1429. Die Fahrt hierher war ein bisschen ätzend, weil viel Verkehr, viel Gezuckel hinter langsamen Autos und kaum Überholmöglichkeiten. Außerdem hatten wir viel Alleen und Wald. Das ist zwar schön, aber mit der Zeit fehlt es an Abwechslung und man sieht von der Landschaft drumherum nicht so viel. Dafür sind wir jetzt endlich auf Rügen und haben Strand, Sonne und Meer. Nun sitzen wir im Restaurant Zum Anker in Gager. Der Barsch im Bierteig mit Bratkartoffeln war sehr lecker und üppig. Wir lassen den Abend mit einem Lübsterpilz ausklingen. Eintrag ins Reisetagebuch, Mittwoch, 9.09., 10 Uhr. Optimales Wetter heute. Sonne pur, angenehme Temperaturen um 16 Grad und erfrischender Wind. Seit fast einer Woche sind wir nun unterwegs. Wir sind auf dem Weg nach Göhren. Die rund 8 Kilometer lange Strecke legen wir zu Fuß zurück. Wir wandern kilometerlang den naturbelassenen Sandstrand entlang, der zum Biosphärenreservat Südostrügen gehört. Das Biosphärenreservat umfasst außer dem südöstlichen Teil der Insel auch die Boddengewässer, die Außenküsten zwischen Tisow und Binz sowie die Insel Vilm. Es wurde ebenfalls 1990 im Rahmen des Nationalparkprogramms der DDR ausgewiesen. In Göhren wechseln wir das Verkehrsmittel und fahren mit der Bahn, behalten dabei aber das Antriebsprinzip des Zweizylinders bei. Thank you.
Die Rügensche Kleinbahn, im Volksmund Rasender Roland genannt, ist eine dampfbetriebene Schmalspurbahn. Die Bahn ist eine Hauptattraktion der Insel und verbindet Putbus mit Göhren. Auf einer Strecke von 24 Kilometern wird mit historischen Dampflokomotiven und Wagen, die teilweise fast 100 Jahre alt sind, ein regulärer Betrieb aufrechterhalten. Wir fahren bis Ostsee Bad Binz, besichtigen nur ganz kurz den touristisch überlaufenen und sehr mondänen Ort und fahren dieselbe Strecke nach Göhren zurück.
Am späten Nachmittag wandern wir am Strand entlang zurück nach Großzicker. Natürlich darf mein obligatorisches Bad in der Ostsee nicht fehlen. Den Abend lassen wir mit einem dunklen märkischen Landmann ausklingen. Am nächsten Morgen geht es weiter in Richtung Mecklenburgische Seenplatte.